So, die 11.000 sind fertig, dann bringen wir dich hier raus und lassen dich hier rüber fahren und dann hier reingehen. Wahrscheinlich komme ich gar nicht mehr zur Hauptstadt, könnte ich mir vorstellen, wenn wir hier oben weiterhin so schnell belagern. So, verbotene Beute. Wir werden eine wildere Ausbildung vornehmen. Prestigepunkte. So, da wartet er offenbar schon auf uns. Wir warten mal kurz, bis Verschiff dann weg ist. Ja, wobei wir belagern eh erst. Und dann holen wir uns den. Wenn er hier so herumtrampelt vor unserer Nase, dann wird er aufgefressen. Oh, da oben habe ich eine Provinz ausgelassen. Kann ja mal passieren im Eifer des Gefechts. 51%. Ja, wobei, der kommt sowieso hier runter. Dann geh du hier rein. Das Gute ist halt jetzt mit Crusader Kings 3 und noch den fehlenden DLCs, dass du halt wirklich von 867 bis 1453 in einigermaßen überschaubarem Rahmen durchspielen kannst. Wenn ich da an Crusader Kings 2 denke, wo du halt alle Nase lang neue Ereignisse bekommst, während das Spiel läuft, da ist hier noch relativ viel Ruhe. So, Gutsherrenschaft wurde entdeckt noch. Und dann gehen wir in die Münzprägung. Und das ist das Letzte dann, was wir hier machen können. Wieso belagert er denn hier nicht? Ach, das gehört gar nicht dazu. Ach so. Wir stehen in der falschen Region hier drin. Dann geht's hier rein. Da kann ich natürlich lange warten. Prozent. Das ist eine und das ist die nächste. Komm, wir gehen jetzt gleich mal in Richtung Hauptstadt. Mit euch hier rein. So, hier oben ist leider eine große Burg. Da dauert es etwas länger. Überall eigentlich große Burgen jetzt. Dafür geht es hier unten umso schneller. Heute herrschte Unruhe zwischen den Kindern. Ulrike wollte vor den anderen eine Predigt halten. Religiöse Eiferer, die Ulrike. Nee, die wird mal tapfer. Ein tapferes 100%. Wir bekommen einen kleinen Teil des Abbasidenreichs. So, ich hätte gehofft, es ist ein bisschen mehr. Aber wir können gleich hier runter nach Ayuran. Was prasselt denn hier noch so?
Leute, der Krieg ist vorbei. Ihr müsst nicht mehr belagern jetzt. Wer verbrennt denn hier ständig? Jetzt sind die grausamen Schreie des Mongolenreichs. Hört auch nicht mehr auf, ne? Okay, wir verteilen mal kurz die Ländereien. Und müssen dann eventuell kurz neu starten. Königreich von Abessinien, sehr schön. Also den Bug hatte ich auch noch nicht, dass es gar nicht mehr aufhört. Unser Neffe bekommt hier was. Wie sie alle schreien im Hintergrund. Wechsel Let's Play wirst du jetzt nach dem mit Irland machen. Jetzt kommt erstmal noch der Run, der wird hochgeladen auf YouTube. Der läuft jetzt dann ein bisschen so im Hintergrund quasi. Und während der läuft hier, sag mal, ist das auch schon Crusader-Kings, ne? Nicht, dass bei mir hier die Hütte brutzelt. Ich muss mal kurz rausgehen. Das ist irgendein Bug offenbar. Das läuft jetzt quasi dann so ein bisschen so nebenher. Und während das läuft, dieses Let's Play, dann werde ich mir mal überlegen, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich wird es ein Achievement-Run werden. Könnte ich mir vorstellen. Das ist so aktuell der Plan. Aber es gibt noch nichts Genaues jetzt. Ich habe halt immer, ne, es ist immer schön beim Achievement Run, du hast halt ein vorgegebenes Ziel und das, auf das arbeitest du dann hin. Und wenn du das erreicht hast, dann hast du quasi wieder die Erlaubnis, um was Neues zu machen. Und wenn du selbst irgendwie sowas spielst jetzt, dann ist es halt so wie bei Iron Island Island, dass du halt irgendwann mal sagst, ja, okay, das ist jetzt mein Ziel, das ich mir gesteckt habe und jetzt hör mal auf, ne? Aber viele wollen dann vielleicht noch, dass weitergespielt wird und wenn von vornherein klar ist, was du oder wie weit du spielen willst, ist es immer ein bisschen klarer, finde ich. Ein bisschen ersichtlicher auch. So, jetzt können wir doch mal schauen, ob wir die Lücken zumachen. Will ich jetzt auch nicht. Nee, Raiputana. Raiputana. Es gibt halt leider noch nicht so wirklich viel Neues. Na, also, ich sag mal, die Let's Plays sind relativ gleich mittlerweile. Weil nicht mehr viel Neues dazu kommt, leider. Es fehlen halt noch die DLCs. Oh, das sieht richtig gut aus. Raiputana, sehr schön. Königreich von Raiputana, her damit. Vielleicht bekommen wir auch alles, wenn wir ein bisschen Glück haben. So, guten Tag daher. Ich glaube, ich habe dich heute schon zum zweiten Mal oder zum dritten Mal angegriffen. So. Was hat er denn an Truppen? Gar nichts momentan. Das heißt, wir müssen auch nicht so lange warten, bis unsere Truppen dann zusammen gefasst werden. Was für schöne Narbe wir aktuell über dem Gesicht haben. Guckt euch die mal an hier. Was für eine schöne Narbe wir hier übers Gesicht haben. Die wir erhalten haben, weil leider uns das Spiel wieder mal automatisch in eine Armee gesteckt hat. Ohne uns vorher zu fragen. So, du gehst hier runter. Wir haben ein bisschen Verlust. Das ist okay. Dann die 4000 gehen hier rein. Die 2000 gehen hier rein. Ne, das gehört hier dazu. Ihr könnt hier rüber gehen. Und die 3500, die gehen hier rein. Ein neuer Lebenswandel. Wir müssen auch wieder Leute verkaufen jetzt, Mensch. Es wäre halt vielleicht, da müsste ich mir aber dann auch mal ein bisschen mehr überlegen. Es wäre vielleicht auch mal ganz cool, so einen richtigen Rollenspiel-Durchgang zu machen. Also so richtig, richtig, richtig Rollenspiel. Wo du halt wirklich auf die ganzen Eigenschaften und Attribute auch Acht gibst und jede Entscheidung mehr oder weniger darauf basierst, beziehungsweise wo du das vielleicht nicht so machen kannst, dann auswürfelst.
um ein bisschen auch mit unvorhergesehenen Konsequenzen leben zu müssen. Weil ansonsten nimmst du ja immer das, was eigentlich eh für dich am vorteilhaftesten ist. Und wenn es mal ein bisschen anders ist, dann könnte das eventuell wieder so ein bisschen den Kniff reinbringen. Aber habe ich bisher halt noch nicht gemacht und deswegen, ja, wäre das mal ein Experiment, das ich gerne mal machen würde. So, also, jetzt kommt tatsächlich ein Meuchler. Der ist aber ganz schön dünn hier. Und sie haben, ist das jetzt hier noch, steht das hier noch irgendwo mit drin? Das war ja 5%, aber vielleicht ist das auch wieder ein anderes Mordkomplott. Und sie haben es Gott sei Dank nicht geschafft, ne? Es war das Werk von Abdul Hakam, diesem ruchlosen Schwein. Ein Rivale von uns. Was machen wir mit dir? Ein Mordkomplott zurückgeben. Ich könnte ihm ja auch ein bisschen, naja, wenn ich ihm, ich könnte ihm ein bisschen Gold, wir könnten ihm 50 Gold schicken und er würde uns lieben. Aber ich weiß nicht, ob er nicht aufgrund dessen, dass er Rivale ist, nicht vielleicht dann doch auch trotzdem wieder einen Attentat macht. Wir probieren es mal. Jetzt hat er als Rivale 100 plus. Na gut. Sollen wir ganz recht sein. Sollen sie nur kommen. Sollen sie mich nur alle angreifen. Ist mir egal. Hier oben sind wir durch. Ich biete eurem Ratskanzler bereits einige Wochen Obdach. Jawohl, sehr gut gemacht. Bei uns im Reich sind alle glücklich und vertragen sich untereinander. Ja, jetzt wenn wir... Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich beim Vasallen-Limit? Wir sind bei 53. Jetzt wenn wir die anderen noch ein bisschen zusammenfassen, dann könnten wir es sogar schaffen, dass wir unterhalb der Schwelle bleiben. Aber es wird schwierig. Je mehr Königreiche wir erstellen, umso schwieriger wird es dann natürlich, die zusammenzuhalten. Wir dürften eigentlich keine Königreiche mehr erstellen. Du musst weit hier rüberlaufen. Vielleicht noch so 5 Königreiche wäre wahrscheinlich noch okay. Der Fluch endet. Eventuell können wir schon wieder welche abgeben. Da ist nur noch einer, hier ist noch drin, ne? 52 Vasallen. Jetzt wenn ich noch so um die 5 Königreiche anlege, dann sind wir bei 57. Dann könnten wir eventuell noch die eine oder andere Domäne halten direkt. Mit einem Bürgermeister oder sowas drin. Und dann würden wir drüber kommen. So, 76. Ulrike wird erwachsen. Ulrike wird ein zäher Soldat und Logistiker. Wir haben schon echt lauter Kämpfer hier im in der Familie, Mensch. Und sie ist natürlich enterbt, stimmt. Okay, die Ulrike. Was machen wir denn mit dir? Die können wir eigentlich lassen. Oh, die Ulrike könnte sich vielleicht auch mal hier. 100%. Komm, die Ulrike schicken wir mal in den Kriegerorden. Die Ulrike will in den Kriegerorden. Die hätte man eigentlich nicht enterben müssen, aber ne, hätte, hätte Fahrerkette. Man weiß es ja immer nicht. Er hält die Eigenschaft Ordensmitglied und eine Hingabestufe. Blauer Himmelwächter. Ewiger blauer Himmelwächter. Natürlich, die werden sie aufnehmen. Passt richtig gut zu ihrem Kleid. So, 81%. 1049 kommen hier angelaufen. Da wird er ja jetzt doch nicht auf die 2800 gehen. Das wird er sich doch nicht trauen. Hier unten wird er noch belagert. Er hat offenbar auch noch was an der Backe. Verteidigt. Naja. Und da nochmal was. Verteidigt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder irgendwas erben.
an Krieg. Eine Affäre wurde aufgedeckt. Und ein Skandal. Was macht er denn mit seinen 1125? Jetzt geht er tatsächlich hier hoch, oder wie? Noob schien unser letztes Festmahl viel Freude bereitet zu haben. Gesellig wie sein Bruder. Gesellig, gierig oder lüstern. Wir setzen auf gesellig. So, 100%. Mal schauen, ob wir alles bekommen jetzt. Oder nur den Mittelteil. Ah, wir haben alles bekommen. Sehr schön. Gut. Allerdings haben wir auch zwei Kriege bekommen. Das heißt, wir schicken mal die 7000, schicken wir mal hier runter. Und den Rest von euch, den schicken wir hier rüber. Und die kümmern sich dann um die im Osten. Dann können wir leider die Titel noch nicht verteilen. Dafür müssen die Kriege erst vorbei sein. Aber das sollte relativ schnell gehen. Das ist relativ klein, das ist klein. Und mehr ist nicht mehr da. So. Er läuft davon. Wir laufen ihm nach, wobei wir könnten ihm eigentlich, wir können auch eigentlich hier nur belagern. Währenddessen, wir haben ja Belagerungsgerät mit dabei. 7100. Na komm, wir bringen euch mal zusammen und dann gehen wir hier runter. Mit dem Tassilo. Es ist immer noch keiner da, der uns das Wasser reichen kann als Anführer. So, hier ist gleich durchbelagert. Dann geht er wieder hoch nach Norden. Und wir laufen ihm mal hinterher und versuchen ihn zu fangen. Und wir investieren in den heimischen Herd für Verteidiger. Was uns aktuell zugutekommt sogar. So, einmal Weg abschneiden. Er läuft davon. Sehr schön. Auch ihm wird der Weg abgeschnitten. Zwei Kriege. Nee, schade. Ich hätte gehofft, wir erwischen ihn noch. Na gut, ihn haben wir erwischt hier oben. Das ist schön. Und dann gehen wir gleich. Moment. Ah, das ruckelt, ne? Jetzt schicke ich meine Truppen in eine ganz andere Richtung hier. Ich wollte ja die hier, während die hier noch kämpfen. Die wollte ich jetzt dann nämlich noch verprügeln, wenn er mit seiner Schlacht hier fertig ist. So. Bevor er jetzt fliehen kann, wird er von mir noch schön verprügelt. So, und er steht hier drin. Er wird auch verprügelt hier drin. So, und dann wird hier noch belagert. Wir haben ihn komplett aufgerieben. Wir belagern hier mal zurück, oder? Das ist ja hier von uns belagert, also von unbelagert quasi. So. Mit dem Rest gehen wir auf Jagd oder auf Belagerung. Ja, die müssen wir auf alle Fälle aufräumen. Bevor die dann hochlaufen zu den 700. Oh, da hat er nochmal Söldner gekauft. Der Bazi. Da hat er sich Söldner gekauft. Oder? 900? Ja. Aber er meint, er erholt sich die Söldner hier. Damit er schnell die 700 abgreifen kann.
Aber nicht mit uns. Da hat er die Rechnung ohne den König Sinan gemacht. Wieso erwische ich die denn nicht? Wieso ist der denn so schnell hier? Leute. Könnt doch nicht so schnell hier unterwegs sein. Ach, wir können hier oben gar nicht weiter belagern, sehe ich gerade. Wir brauchen noch ein paar Truppen. Ärgerlich. Ja, wir behalten ihn mal im Auge. Der soll jetzt hier erstmal noch nicht frei rumlaufen. Wir bringen noch ein paar Aufgebote hoch hier rein. Und der Rest, der verfolgt einfach mal die Truppen noch. Keine Ahnung, wo die jetzt hinlaufen. Hier nach Süden laufen die. Wir halten hier einfach mal die Stellung. Wobei er schon wieder hier rüberläuft, ne? Also er wäre wahrscheinlich schon wieder so weit, hier weiterzumachen. Hauptstadt, 100% ist durch. Ein Krieg im Sack, sehr schön. Der zweite ist bei 76%. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr, dass wir hier rundlaufen. Wir machen es natürlich trotzdem. Da will es sich anschleichen, ne? Über den Norden. Ne, jetzt dreht er wieder um. Wir haben zurückbelagert hier oben. Wir sind bei 83%. Ja, dann machen wir hier mal zu. Und dann haben wir noch wahrscheinlich wieder Populisten. Da wird gekämpft. Moment, da hat er die jetzt erwischt. Das heißt, einmal Anführer. Wir kommen rechtzeitig rein noch. Ah, knapp. Gerade so noch. So, wir haben die Marke von 30.000 überschritten. 30.000 Truppen. Oh Mann. 170 minus bei Vasallenmeinung. Domainaufgebote minus 100% und Steuern auch nochmal minus 100. Weil wir die Sachen noch nicht verteilt haben. Okay. Ist hier ein Königreich mit dabei? Genau. Hier ist das Königreich. Liva. Moment, wir brauchen ja die gleiche Kultur. Was ist denn da los? Nicht Bayern habe ich jetzt gewählt. Nicht Tenkrismus. Ich habe ja komplett alles falsch gewählt. So. Kommt das denn hier? 17 Jahre alte Königin Uta. Das ist die Ehefrau. Die bekommt das aber nicht. Die hat schon Luxus genug. Die 71-jährige Bürgermeisterin auch nicht. Die gar nicht aussieht wie 71. Theo die Linda. Die bekommt das. Mit 17 Jahren. Dann heiteres Verteilen der Vasallen erneut. Wir haben hier Könige, zwei Könige, nee, ein König, eine Königin, die weniger Militärstärke hat wie eine Gräfin. Hat aber eine Reichsgröße von 33. So. Da könnten wir Bekehrung verlangen bei dir. Könnt ihr annehmen. Wir warten mal ab, was er sagt dazu. Er auch. Könnt ihr annehmen. Vielleicht wollen sie einfach nur Gold. Dann könnt ihr auch ich annehmen. Wie einfach jeder von mir immer großmütig Vasallen bekommt. Die besten Vasallen, die wir im Reich haben, bekommen die.
gut. So, schwaches Druckmittel, nein. Machen wir nicht. Schwaches Druckmittel, nein. Die wollen alle ein schwaches Druckmittel. Sehr schade. Ein Bündnisangebot. Von wem kommt das denn? Wer erdreistet sich hier, die Kaiser anzufragen? Takurani Rohita von Sravasti. Eine Gräfin. Wie kommt die denn darauf, hier bei mir nach einem Bündnis zu fragen? Verstehe ich nicht. Na gut. Okay, das soll es für heute erstmal gewesen sein mit dem Mongolen-Durchgang. Ich werde mal überlegen, ob wir den im Livestream jetzt noch weiterspielen. Ich weiß nicht, wie da so die Resonanz ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es mittlerweile schon ein bisschen langweilig wird. Also vielleicht spiele ich das auch offline weiter und lade das dann auf Twitch noch hoch. Aber das überlege ich mir einfach mal.